Hallo und herzlich willkommen im ersten Teil der Lost Place Serie Royal Air Force Clutch Station. Ihr werdet mich in diesem Teil auf das Gelände eines ehemaligen britischen Militärflugplatzes begleiten. Ich werde etwas über das Gelände selber erzählen und warum die Anwohner Ölaugen auf dem Badewasser hatten. Außerdem besuche ich einige tierische Bewohner der Liegenschaft und werde etwas über das Alarmsystem eines Kernwaffendepots erzählen. Hier rechts sehen wir auch schon den Zaun, der um das gesamte Gelände errichtet wurde. Natürlich kann ich nicht zeigen, wie und wo ich das Gelände betrete, aber seid versichert, dass das zerstörungsfrei geschah. An der Stelle möchte ich mich auch für die schlechte Bildqualität und das Wackeln entschuldigen. An dem Tag habe ich nicht nur vergessen, den Ton der Kamera einzuschalten, sondern habe auch mit der falschen Videoqualität gefilmt. Hier sieht man, wie ich gerade durch den Wald auf das Gelände stolpere. Das Gelände selbst liegt fast vollständig im Wald, ganz im Westen von Deutschland. Es wurde 1952 erbaut und wurde bis 2001 zumindest militärisch genutzt. Im Jahr 2015 wurde es schließlich endgültig an die Bundesrepublik zurückgegeben und wird seitdem von der BEMA verwaltet. Der hier errichtete Flugplatz war einer von insgesamt 5 sogenannter Clutch Stations und stand unter dem Kommando der 2nd Allied Tactical Air Force oder kurz 2nd ATAF mit Sitz in Mönchengladbach bzw. Maastricht. Hier wurden Anfang der 1990er Jahre Einsätze im Zweiten Golfkrieg sowie Ende der 1990er Jahre Unterstützungseinsätze im Kosovo-Konflikt geflogen. Bemerkenswert ist, dass dieser Flugplatz, obwohl er sehr abseits im Wald liegt, vermutlich eine Anbindung in das NATO-Pipeline-System besaß. So teilte mir die BEMA im Mai 2019 auf schriftliche Anfrage mit, dass sie an der, Zitat, Identifizierung des Verlaufs einer alten Kerosinleitung und gegebenenfalls deren schrittweise Stilllegung arbeite. Weiterhin bestätigte die BEMA, dass die britischen Streitkräfte, Zitat, durch unterschiedliche Methoden bereits erhebliche Mengen an Kerosin sowohl aus dem Boden und der Bodenluft als auch aus dem Grundwasser entfernt haben. Ein Landwirt, der etwa 5 Kilometer Luftlinie vom Flugplatz entfernt wohnt, erzählte mir einmal, dass man lange Zeit mit dem dortigen Grundwasser der Region nicht baden konnte, da sich Ölaugen auf dem Badewasser bilden würden. Dieses Problem bestehe aber heute nicht mehr. Wir sehen gerade im Video, wie ich über eine der vielen und weitläufigen Straßen laufe. Das tue ich immer sehr ungerne, da man dort am einfachsten vom Sicherheitsdienst entdeckt wird, denn das gesamte Gelände wird rund um die Uhr überwacht. Und im Hintergrund sehen wir auch schon das erste Objekt der Begierde, nämlich einen von 2 Wachtürmen, mit dem ein geschützter Bereich, in dem ursprünglich Kernwaffen lagerten, bewacht wurde. Vermutlich hier kam es im Mai 1984 auch zu einem Zwischenfall, bei dem eine Nuklearwaffe von einem Transportwagen fiel. Es konnten allerdings keine Beschädigungen festgestellt werden. Typisch für die Absicherung von Kernwaffendepots ist eine doppelte Einzäunung mit Lichtanlage, Sensoren und Alarmdraht, der bei Unterbrechung einen Alarm auslöst. Wäre die Anlage noch heute in Betrieb, wäre es nahezu unmöglich, unbemerkt dort einzudringen. Solche Anlagen findet man übrigens auf der ganzen Welt und sind von Google Earth aus sehr gut erkennbar. Was auf den Bildern leider nicht erkennbar ist, ist, dass dieser Maschendrahtzaun aus Edelstahl gefertigt, dadurch sehr widerstandsfähig und sicherlich doppelt so stark wie herkömmlicher Zaun ist. Freundlicherweise hat hier jemand bereits ein Loch eingeschnitten, sodass ich den ersten Zaun passieren kann. In dieser Einstellung kann man sehen, wie ich zwischen den beiden Zäunen stehe. Vielleicht lag hier ursprünglich einmal Sand und dieser Zwischenbereich war auch nachts hell beleuchtet. Möglicherweise liefen hier auch Wachhunde. Auf jeden Fall macht es das Eindringen sehr, sehr schwer. Nachdem ich auch den zweiten Zaun hinter mir gelassen hatte, auch hier fand sich ein ausreichend großes Loch im Zaun, konnte ich das Kernwaffendepot betreten. Mein erster Halt war, wie ich vermute, eine Montagehalle zum Aufmunitionieren von Sprengkörpern. Natürlich konnte ich es nicht lassen, hinter diese verdächtige Türe zu schauen. Allerdings war der Raum leer, so wie eigentlich alle Räume auf dem Gelände. Aber die Neugierde siegt immer wieder.
Man sieht auch hier, dass sich der Vandalismus doch sehr stark in Grenzen hält, was mich immer wieder erfreut. Man findet zwar hier und da Graffiti und eingeschlagene Scheiben, aber ich denke, dass für den Großteil der Lost Place Vergewaltiger der Ort einfach zu abgelegen ist. Man braucht schätzungsweise 30 Minuten vom nächsten öffentlichen Parkplatz bis zum Gelände. An dieser Stelle möchte ich einmal einwerfen, dass ich in den letzten 3 bis 4 Jahren das Gelände vielleicht ein- oder zweimal im Jahr besucht habe und außer Sicherheitsdienst dort nie jemanden getroffen, geschweige denn ein Lebenszeichen gefunden habe. Als ich diese Halle betrat, die, wie ich eingangs erwähnte, vielleicht für das Aufmunitionieren oder die Endmontage von Sprengköpfen verwendet wurde, wurde ich doch etwas nervös, denn dort stand ein Anhänger, den ich zuvor noch nie dort gesehen habe. Ich bin leider kein Experte für landwirtschaftliche Maschinen. Für mich sieht das Gerät aus wie eine Pumpe, die mit einem luftgekühlten Deutz-Motor angetrieben wird. Zumindest diesen Motor habe ich zuvor schon mal in einer Baumaschine gesehen. Spätestens hier hätte es mir eigentlich dämmern müssen, dass der Bereich untervermietet wurde, was sich später noch bestätigen wird. Der Grund, warum ich vermute, dass in diesem Gebäude mit Sprengkörpern hantiert wurde, ist, dass bei meinem ersten Besuch in dieser Halle noch eine umlaufende Erdungsschiene mit Flügelmuttern hing. Solche Erdungsschienen werden beispielsweise in explosionsgeschützten Bereichen verwendet. Die Bodenmarkierungen könnten ebenfalls auf ein militärisch genormtes Verfahren zur Behandlung mit Sprengköpfen hinweisen. Ich verlasse das Gebäude wieder und begebe mich zur nächsten geplanten Station, dem Aufbewahrungsort der Sprengkörper. Es ist übrigens Februar 2022 und die Temperatur schwankt am Aufnahmetag irgendwo zwischen 1 Grad Celsius morgens und 13 Grad Celsius nachmittags. Auch hier frage ich mich im Nachhinein wieder, warum mir kein Licht aufgegangen ist, als ich den großen IBC-Container am Eingang gesehen habe. Oder die vielen Misthaufen auf dem Asphalt. Denn es stellte sich heraus, dass das Gelände bewohnt wird. Von Ziegen und Rindern. Spätestens als ich diese, vermutlich einmal als Fahrzeughalle genutzte Unterkunft sah, wurde mir klar, dass ich hier nicht alleine bin.
Und hier sieht man im Hintergrund auch schon die Bombenbunker, Bombshelter, Kernwaffenlagereinrichtungen. Auf jeden Fall die Aufbewahrungsstätten der Sprengkörper. Und dort sind sie, die neuen Bewohner des ehemaligen Kernwaffendepots. Hier wohnen heute 2 Rinder und 3 Ziegen. Allesamt sehr neugierig und friedlich. Die Alpha-Ziege hatte wohl das dringende Bedürfnis, mir guten Tag zu sagen, was ich sehr zuvorkommend fand. Ich glaube, sie nahm es mir nicht allzu übel, dass ich mich in ihrem Zuhause etwas umgucken wollte. Nachdem Alpha-Ziege und ich enge Freundschaft geschlossen hatten, wollte ich einen Blick in den größten der Bombenbunker werfen. Hier lagert heute feinstes Heu. Ich bin mir recht sicher, dass nicht in allen dieser Bunker Kernwaffen gelagert wurden. Dieser Bunker hier hatte bei meinem ersten Besuch, ähnlich wie die Montagehalle, eine umlaufende Erdungsschiene. Ich finde es übrigens beeindruckend, dass der Kran in einem so guten Zustand ist. Und nein, ich habe ihn nicht getestet. Mein nächster geplanter Halt und auch der letzte in diesem Video ist einer der beiden Wachtürme, von dem ich in Erinnerung hatte, dass er offen steht. Man sieht hier schön auf der rechten Seite die etwas kleineren Bombenbunker. Auf der linken Seite befindet sich ein Wachposten. Da war ich einmal drin, aber das Wasser stand da etwa wadenhoch und außer Beton, Wasser und Kröten gibt es dort nichts zu sehen. Ich denke, dass diese Bauten ebenfalls zur Absicherung des Geländes durch den Wachschutz dienten. Es hinterlässt bei mir jedes Mal ein mulmiges Gefühl bei der Vorstellung, dass hier, an diesem Ort, Fliegerbomben, nämlich vom Typ W177, lagerten. Diese wogen je nach Ausführung zwischen 270 und 450 Kilo und hatten in der größten Ausführung 450.000 Tonnen Sprengkraft. Im Vergleich dazu, die Hiroshima-Bombe hatte etwa 13.000 Tonnen Sprengkraft TNT-Äquivalent. Das heißt, im schlimmsten Fall hätten hier Bomben mit der fast 35-fachen Wirkung der Hiroshima-Bombe gelagert. Dort ist endlich das Objekt der Begierde. Es gibt, wie bereits erwähnt, 2 dieser Türme auf dem Areal. Die Türme sind so angeordnet, dass sie freie Sicht aufeinander und auf alle wesentlichen baulichen Anlagen des Geländes haben. Sie sind mit Telekommunikationsmitteln, Schießschächten, Suchscheinwerfern und kugelsicherem Glas ausgestattet und sind in das Alarmsystem eingebunden, was ich später noch mittels Originaldokumente belegen werde. Auf dem Weg nach oben war ich nicht nur etwas nervös, da sich inzwischen unten die Rinder und Ziegen versammelt hatten und mir versuchten klarzumachen, dass es keine gute Idee sei, alleine in einem Lost Place dort drauf zu klettern. Nein, ich war auch ganz schön aus der Puste. Meine Kondition hatte etwas gelitten in den letzten Monaten der Pandemie. Zudem hörte ich oben eindeutige Geräusche eines Vogels, der so laut war, als wäre es ein ausgewachsener Greif. Es stellte sich heraus, dass sich ein Rotkehlchen, ich glaube zumindest, dass es ein Rotkehlchen war, in dem Turm verirrt hat. Das erlebe ich in Lost Places leider häufiger. Ganz schlimm im Big House des ehemaligen JHQs in Mönchengladbach, bei dem einfach einige Fenster offen stehen. Da mag sich mancher Lost Placer oder Schleicher einfach nichts bei denken, kann aber den sicheren Tod eines Tieres bedeuten, da sie dort nicht mehr selber herausfinden.
Wir sehen hier eine Art Intercom, das an einen Vorverstärker angeschlossen war, der defekt auf dem Boden lag. Wir sehen außerdem einen Monitor eingebaut in einen Operator-Tisch. Das ganze System stammt von der Firma Bark Industries. Des Weiteren sehen wir einen Einbauschacht. Hier war ein Thermodrucker verbaut, den ich später noch zeigen werde. Hier sehen wir Schießschächte und eine Befestigung, vermutlich für ein Gewehr. Das ist einer der Vorverstärker. Ich glaube, da lagen 2 oder 3 Stück rum. Und natürlich der obligatorische Test, ob das laminiertes Glas ist. Und ja, es ist laminiertes Glas, also schusssicheres Glas. Und wie bereits schon gesagt, man hat von hier oben einfach einen absolut perfekten Blick über das gesamte Gelände. Und so schön es auch hier oben ist, ich möchte hier oben keinen Wachdienst schieben, denn ich denke, es ist im Winter definitiv kalt und es wird im Sommer definitiv warm sein. Erwähnenswert ist vielleicht noch ein Zettel, der hier ursprünglich mal hing. Dort waren die Entfernungen der verschiedenen Landmarken eingezeichnet und ich glaube sogar, dass der Sichtbereich des Turms dort in Quadranten eingeteilt war, sodass man im Falle eines Alarms schnell und ohne groß nachzudenken Meldung machen konnte. Man konnte dem diensthabenden Offizier dann vielleicht so etwas mitteilen wie: Eindringling befindet sich nordöstlich in Quadrant 2, etwa 100 Meter entfernt des Bravo Gates. Im Turm sind mir dann noch diese beiden Monitore unterhalb der Decke aufgefallen. Vielleicht war hier ein Videosignal der beiden Zugangstore eingespeist. Auf dem Boden habe ich dann noch diesen Bongdrucker gefunden, den ich ziemlich cool fand. Darin befanden sich noch Meldungen aus der Zeit, als das Areal noch in Betrieb war. Zum Beispiel Alarm A1 am 8.4.1995 um 4.24 Uhr. SS-Alarm A1 Op-Out 4.26 Uhr. Liest sich für mich so, als ob nachts der Alarm A1, also das Alpha Gate, die Hauptzufahrt, die ich anfangs umgangen bin, ausgelöst hat. Und die Folgemeldung 2 Minuten später könnte dann darauf hinweisen, dass der Operator den Alarm dann freigeschaltet, also entschärft hat. Damit sind wir auch schon am Ende des ersten Teils. Im nächsten Teil werde ich das Rollfeld und den Tower betreten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like und oder Abo da.